Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und natürlich zuerst einmal die Ankündigung, Leute. Ich bin morgen live, Leute. Morgen bin ich live, 16.30 Uhr. Seid gern mit dabei. Wir werden absolut reingehen ins Landeshelden-Event. Wir haben sehr viel abzuholen. Wir gehen rein. Wir öffnen auf jeden Fall auch die richtig krass ersten Packs auf jeden Fall. Ihr seht auch ein paar Gems noch am Start, ein paar FIFA-Points. Den Star Pass werde ich mir wahrscheinlich noch nicht gönnen, aber der kommt dann auch irgendwann. Aber da kann ich auch, habe ich auch bisher noch nichts geöffnet. Da gehen wir auch rein. Team of the Week Packs wird es auch geben, Leute. Ja, und ab 18 Uhr werden wir auch mal ab und zu ein bisschen reinschauen. Also, ich kann es euch natürlich nicht zeigen, aber noch einen kleinen Live-Talk können wir auch nebenbei noch machen. Gern zur Handball-WM, da spielt ja auch Deutschland gegen Algerien. Können wir so nebenbei auch mit drüber reden. Genau, das wird wild. Habe ich Handball-EM gesagt? Das ist natürlich eine WM. Genau, wir gehen rein ins aktuelle Video natürlich hier, rein in das Landeshelden-Event. Da habe ich heute noch gar nicht gespielt. Ja, was soll ich sagen, ne? Es gibt ein neues Spezialteam für die Woche, okay, Österreich. Bin ich ja mal gespannt. Ich muss da tatsächlich noch ganz noch sagen hier, ich bin aktuell recht gut unterwegs. Ja, okay, ich habe jetzt natürlich 5 Punkte, aber ich habe jetzt hier 14.000. Ich habe jetzt hier ziemlich viel gewonnen tatsächlich. Und ja, also echt solide, würde ich sagen. Landespartien habe ich auch gestern, okay, sieht man jetzt natürlich nicht mehr, aber habe ich gestern auch super durchgespielt, konnte ich noch super auch durchgehen und habe nämlich dadurch, na gut, das kann ich jetzt wahrscheinlich noch zeigen, aber gut, genau, habe ich, sieht man auch hier an meinen Punkten, an den Welttoken, ich habe bisher noch nichts geöffnet und ja, genau, daran sieht man natürlich, ich habe es durchgeschafft, Leute, war sehr, sehr gut. Ich habe beim letzten Spiel auch ein bisschen gebraucht, aber ich kann euch natürlich auch gleich nochmal sagen, wie ich das Ganze gemeistert habe, wie ich da durchgekommen bin. Was kriege ich jetzt noch? Okay, ich kriege heute nochmal 250 Gems, das heißt, jetzt habe ich 12.000 Gems, das ist natürlich auch solide. 12.000 Gems nimmt man natürlich mit. Also würde ich sagen, ist eine gute Sache, Leute. Ist eine sehr, sehr gute Sache. Und das heißt, wir können auch hier reingehen. Let's go! Heute spielt tatsächlich noch Aue als Montagsspiel. Natürlich absolut Schmutz als Montagsspiel gegen Ingolstadt. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, gut, dann ist es noch nicht so weit. Aber heute Abend Aue zum ersten Mal wieder in der Rückrunde aktiv. Keine Ahnung, was ich von dieser Mannschaft noch erwarten soll. Aber na gut, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Mal gucken, was das wird. Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich so positiv reingucken kann. Weil das wird nochmal eine richtig wilde Hausnummer auf jeden Fall. Naja, mal schauen. So, wir gehen nochmal schnell rein in das Skillspiel hier. Das sollte ja auch eigentlich noch ganz easy machbar sein. Zack, zack, zack. Gehen wir hier schnell durch mit Hakimi. Hakimi ist schnell, Hakimi kann sowas. Hakimi hat super Stats und der weiß, wie der Hase läuft und der weiß auch, wie er selbst laufen muss. Und das heißt, zack, zack, rennt er hier durch. Haben wir das. Haben wir das zusammen. Sehr, sehr gut. Und das heißt, wir können jetzt auch tatsächlich nochmal ein bisschen was mitnehmen. Für den Livestream natürlich wären es noch viel mehr Welttoken und so ein Zeug. Habe ich jetzt 4200 Stück. Wäre natürlich noch viel, viel mehr. Klare Sache. Auch mit dem ganzen Pass und so, was ich noch hier noch abholen kann, mache, wie auch immer. Und viel Zeug abholen, Bonusangebote, alles mitnehmen, Leute. Es wird sehr, sehr wild. Und jetzt habe ich auch hier, was ist denn das eigentlich? Auch noch für den Star Pass, in 4 Tagen läuft das Ganze ab. Da werden wir natürlich noch ein paar mehr Teile hier öffnen. Wir gehen rein, Nesta-Umtausch. Ich weiß, man kriegt den sowieso nicht, aber ist halt eine Aufgabe. Und das werden wir auf jeden Fall dann einmal machen, aber auch wirklich nur einmal. Weil ich habe auch gesehen hier, Stop D, ihr kennt ihn wahrscheinlich, den kanadischen FIFA-Mobile-YouTuber. Der hat, ich glaube, insgesamt zusammengerechnet 90 Mal schon diesen Umtausch gemacht und ihn nicht gezogen. Also den Nesta, deshalb, Leute. Also wer da wirklich reingeht und denkt, yo, ich ziehe heute Nesta, ganz ehrlich, nein. Und ich glaube, das Beste, was er gezogen hat, waren 500.000 Coins daraus. Also ganz, ganz schwierig, Leute, ganz, ganz schwierig. Dass da wirklich zu hoffen, dass da Nesta drin ist, würde ich lassen. Würde ich einfach lassen, weil das bringt es halt gar nicht, da irgendwas in irgendeiner Form zu hoffen. Aber okay, so, was haben wir noch? Also Thema Markt habe ich jetzt eigentlich nichts mehr da. Also doch, ich habe natürlich noch ein paar Dinge da. Aber die gehen halt alle nicht mehr raus. Den Rest habe ich alles verkauft. Ihr habt es ja gestern auch mitbekommen. Cruyff ist rausgegangen. Ich habe jetzt 295 Millionen, also fast 300 Millionen. Als nächstes fürs Team habe ich jetzt eigentlich gar keine so großen Pläne. Also Keane und Nesta sehen beide sehr interessant aus, muss ich sagen. Und von denen hier, ja, die sind halt alle geisteskrank gestiegen, muss man einfach sagen.
Die sind halt einfach alle geisteskrank gestiegen, die ganzen anderen Prime-Icons und so. Xavi, ja, aber nee, ist, weiß ich nicht. Habe ich jetzt schon gehört, dass er zwar krass sein soll, aber so dringend ist es dann auch wieder nicht, ne? Da warte ich vielleicht auf Keen, dass der ein bisschen droppt und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie der Lachs sich entwickelt. Und ja, kommen wir nochmal zu den Landesheldenpartien. Da haben mich sehr, sehr viele Leute gefragt in den Kommentaren, wie schafft man die schweren? Wie schafft man die schweren Spiele hier? Und ich kann euch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, so wie ich es geschafft habe. Und ja, ein paar kleine Tipps und Tricks. Das heißt, wir gehen einfach mal hier also rein. Also, zuallererst einmal würde ich euch so sagen, ganz einfach, ihr braucht 4 Landesheldenspieler, haut die am Anfang rein in euer Team und macht die Spieler, die ihr aus eurem Main-Team entfernt, haut ihr auf die Ersatzbank. Bedeutet, zack, wenn ihr drin seid im Spiel, zack, direkt erstmal alles auswechseln und eure richtigen Spieler einwechseln. Einer bleibt dann trotzdem noch, sollte aber eigentlich kein Problem sein dann. Und ihr seid ja in der 72. Minute, das bedeutet, wenn ich habe mir das immer so als Ziel gesetzt, wenn ich bis zur 78., 79. Minute noch kein einziges Tor geschossen habe, dann zack, direkt rausgehen, Aufgabe machen, aufgeben und nochmal neu reinstarten. Genau, weil sonst, dadurch spart man immens Zeit, weil wenn man dann erst das erste Tor in der 82. Minute macht, dann zack, dann braucht man ja noch 3 weitere, weil es reicht ja nicht, hier 3:3 zu spielen, es geht ja nicht in die Verlängerung, sondern zack, es heißt, gewinne das Spiel und man muss dann auf jeden Fall auch noch, ja, das vierte auch noch machen, man muss 4:3 gewinnen. Das ist halt schon krass, ne? Das ist halt schon absolut krass. Aber es ist möglich, Leute, und es ist absolut möglich, indem ihr, das ist noch meine Taktik auch so gewesen, ihr, wenn ihr drin seid im Spiel, direkt auch auf Angriff schalten. Wenn ihr merkt, also wirklich Pressing, Angriff, zack, direkt drauf und wenn doch der Gegner durchkommt, dann zack, schnell Aufgabe drücken und ihr merkt, das dauert mir hier zu lang, dann wirklich ganz schnell aufs erste Tor gehen, das ist immer so gut. Ihr geht schnell aufs erste Tor, dass ihr in der 76., spätestens 76. vielleicht sogar schon ein Tor habt und dann dem Gegner mal schnell abnehmen durch eben Angriff und dann einfach auch Cross-Spamming, also einfach auch über die Außenbahn gehen und dann in die Mitte flanken. Wenn ihr einen kopfballstarken Spieler habt, dann in der Mitte, dann klappt das auch meistens, weil der CPU ist nicht so schlau und lässt die Verteidiger hochspringen. Deswegen gehen da auch meistens dann die Kopfbälle auch rein. So viel ist da eigentlich auch schon mal gesagt. Ja, das sind so erstmal die grundlegenden Dinge und natürlich dann immer direkt schnell draufgehen, probieren schnell zu spielen, schnell nach vorne zu spielen und dann eben auch die Flanken in die Mitte zu hauen, damit die Spieler das eben dann auch reinhauen. Ich weiß, ich habe gut Regeln, ich habe 132, aber ich denke, es ist auch mit einem geringeren Team-Guesswert möglich. Aber so wie die hier wirklich spielen, die 120er, muss ich ganz ehrlich sagen, sind das für mich 100er oder 105er. Das ist wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, ich finde, die spielen gar nicht mal so krass. Also das ist eigentlich wirklich machbar. Genau, das sind so die Tricks, die ich jetzt hier so erstmal vermitteln kann. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es geschafft hattet oder eben nicht. Und wenn ja, mit welchem Trick oder so. Aber bei mir ging es eigentlich ganz gut durch. Ich muss hier noch die Spiele machen, aber ich habe auch wieder hier 3 Tage Zeit. Ballern wir das Ganze durch. Man kann leider nicht kostenfrei das Ganze zurücksetzen, wenn man ganz hinten ist. Dann kostet es 350 FIFA-Points. Das ist natürlich belastend, weil man dachte, dass es free ist. Ist es leider nicht. Die 500 Gems sind leider nur am Anfang. Aber okay, müssen wir trotzdem damit umgehen können. So geht es wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Und das heißt, Leute, wir sehen uns morgen wieder im Livestream. Seid gern dabei, wird eine wilde Sache, Leute. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.